Dank sinkender Corona-Infektionszahlen und steigender Impfquoten scheint Urlaub im europäischen Ausland in Reichweite. Nach Frankreich dürfen geimpfte Europäer ab dem 9. Juni auch ohne PCR-Test einreisen. Dies gilt für die als grün eingestuften Länder neben den EU-Ländern unter anderem auch für Australien, Japan und Israel. Wer aber beispielsweise aus Großbritannien oder den USA kommt, braucht weiterhin einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Im Oktober hat die Europäische Union ein einheitliches Farbensystem für das Ansteckungsrisiko weltweit eingeführt, doch viele Länder haben weiter eigene Systeme. Großbritannien hat die Corona-Einreiseregeln für seine Bürger wieder verschärft. Die britische Regierung hat am Donnerstag Portugal nach nur 3 Wochen auf der grünen Liste ohne Quarantänepflicht nach der Rückkehr wieder entfernt und keinerlei weitere Länder hinzugefügt. Ab Montag dürfen vollständig geimpfte Reisende aus aller Welt nach Spanien kommen, nicht nur Europäer. Als vollständig geimpft gilt, wer frühestens 14 Tage nach seiner letzten Impfung einreist. Die zugelassenen Impfstoffe sind die, die von der Europäischen Arzneimittelagentur oder der Weltgesundheitsorganisation zugelassen wurden. Auch das beliebte Urlaubsland Kroatien rüstet sich für die neue Saison. Vollständig Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete können in Kroatien Urlaub machen. Ihren Status müssen sie beim Grenzübertritt nachweisen. Kroatien gehört auch zu den 7 Ländern, die bereits das digitale Covid-Zertifikat der EU verwenden.